Herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade die Fische gefüttert und werde ein bisschen benutzerfreundlich auf meinem Kanal, aber nur ganz marginal. Lass mich das erklären anhand eines Screenshots, während wir uns auf die Hauptebene begeben und vielleicht nochmal mit Jacob reden und Kelly. Denn ich habe einen Sendeplan verlinkt auf meinem Kanal, wo ich eine Excel-Liste bei Google angelegt habe, wo ich jede Folge, die ich aufnehme, eintrage, sobald ich sie aufgenommen habe. Daran siehst du, an welchem Tag welches Spiel kommt und dass ich 0, gar keinen Vorlauf habe quasi, sondern von der Hand in den Mund lebe, was LP-Folgen angeht, was ja auch ganz gut ist für Mass Effect. Aber jetzt erstmal zur Schiffspsychologin und zu meinen neuen Crewmitgliedern. Mordens Psychoprofil enthielt bereits eine Warnung für Hyperaktivität, aber der ist ja wie ein Hamster mit Koffeinschock. Er wird ein überaus produktives Teammitglied sein. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Irgendwie klingt deine Stimme nach Schlafzimmer. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Okay, jetzt nicht mehr. War wohl nur ich. Dann haben wir über Mording geplaudert. Das wäre alles. Können wir also gehen. Ich bin hier, wenn Sie dann etwas brauchen. Werden wir noch auf ganz kurz beim Jacob reinschauen und ich will mal das Schiffsupgrade mir angucken, was er mir anbietet. Denn das war ja wichtig. Wichtig, wichtig. Hi. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Reden wir über die Normandy. Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Dieses Schiff ist ein Nachbau der ursprünglichen Normandy. Aber eins ist klar, die Kollektoren schneiden dadurch wie Butter. Die Panzerung ist einfach nicht mehr Stand der Technik. Ohne Upgrade wird es Tote geben. Die Allianz hatte ein paar neue Spielzeuge in der Entwicklung, bevor ich von dort weg bin. Ich könnte versuchen, ein paar Gefallen einzulösen. Ich will gar nicht wissen, welche Gefallen man einlösen muss, damit man brandneue Allianz-Technologie bekommt. Jacob, stille Wasser sind tief. Ich wusste es ja immer. Aber so tief. Okay, können wir alles noch nicht machen? Erfordert alles noch zu viel Zeugs oder irgendwelche Upgrades? Das allerdings hat jetzt nichts mit den Schiffen zu tun. Wo ist das Schiff? Ach da. Okay, Schiffsverbesserung. Schwere Schiffspanzerung für viel Palladium. Okay. Ich nehme mal an, wir brauchen das irgendwann sowieso und da ich mich gut fühle, erforschen wir das jetzt. Ja. Und mit gut fühle meine ich, ich bin leicht angetrunken. Aber das nur so als Beigeschmack dazu oder als Beiwerk zum Text, denn wir haben Wochenende. Oh ja. Und jetzt gehen wir zurück nach Omega und holen uns Archangel. Und ich habe mir überlegt, ich habe gelesen, wen ich mitnehmen sollte von dir, Tempus. Gute Idee, gute Gründe, aber ich entscheide mich anders. Okay. Ja, das war jetzt antiklimaktisch. Würde ich mal sagen. Anscheinend muss ich über die Galaxiekarte das Schiff verlassen. Müssen wir testen. Ich habe mir überlegt, ich nehme Mordin Solus mit, wie du gesagt hast. Denn Mordin hat da ewig gewohnt. Allerdings traue ich dem guten Said noch nicht genug, um ihn da direkt mitzunehmen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass der in einer menschenfeindlichen Umgebung vielleicht einen schlechten Eindruck hinterlässt und mir vielleicht eher Wege verbaut. Deswegen werde ich den liebsten Mensch, den ich kenne, mitnehmen. Und das ist Jacob. Ja, der wird sowieso viel zu wenig eingesetzt, habe ich das Gefühl, von allen. Und ich mag seine Stimme. Was soll ich sagen? Ja, wir sind tatsächlich von Omega weggeflogen, nachdem wir Mordin Solus abgeholt haben. Shepard, du Spritverschwender. Wenn das die Grünen wüssten, ja, die Weltraumgrünen, kein Glück für dich, nee, nee. Die werfen Steine auf dich. Werden sie zum ultimativen Draufgänger, durch viele abtrünnigen Punkte werden bei Gesprächen zusätzliche Einschüchternoptionen freigeschaltet. Schön, dass diese Ladezeiten angenehm lang sind, da kann ich das immer vorlesen. Der ultimative Draufgänger, was bin ich denn dann als Paragon, Shepard? Der ultimative, ja, ich weiß nicht. Okay, Warmadi, dich wollte ich mitnehmen. Und dich. Oh ja, euch beide. Kommt mit mir. So, Shepard hat 4 Punkte übrig. Oh mein Gott. 4 Punkte, da können wir doch den Warp erhöhen. So, was wollte ich machen? Ich, Interessant. Entweder kann ich den deutlich erhöhen, den Schaden, oder ich kann diesen Kombi-Effekt von, wenn ich was mit Warp zerstöre, meine Singularität zum Beispiel, deutlich erhöhen. Ich denke mal, der Schaden macht mehr Sinn für mich, wobei ich mir das jetzt aussuchen muss. Okay. Okay, gut. 200 Schaden. 700 Newton.
Ich nehme mal an, die Punkte sind Kommas, weil das Englisch ist wohl noch irgendwie. Muss so sein, ja. Das wäre sonst krass hier. Aufladezeit 600 Sekunden. Aber was rede ich hier? Ja, dann ich nehme den Standardkram. Ja, wenn das falsch war, dann war es halt falsch. So, du hast viele Punkte. Um dich kümmern wir uns also als letztes. Brandmunition. Inferno-Munition. Oder Gruppenbrandmunition. Ja, ich glaube fast, das gefällt mir zu sehr, als dass ich es nicht nehmen könnte. Okay, das kann er andauernd benutzen. Er hält an, bis es von einer anderen Munitionskraft ersetzt wird. Und extra Feuerschaden, oder? Ja, das nehmen wir. Da kannst du uns schön buffen. Ja, Jacob, ich hab dich, weil du so nett bist, zum Buffer gemacht. So ist das mit mir. So, was haben wir hier? Verbrennung? Oh, das klingt sehr cool. Wollen wir das einfach maximieren und den Rest ignorieren? Das würde fast aufgehen. Achso, ja, ich muss Ränge erwerben, richtig. Ja, ich maximiere Feuer. Denken wir gar nicht lange drüber nach. Könnt ihr mir gleich sagen, warum das falsch war, was ich gemacht habe, aber hey. So, ein fortgeschrittenes Plasmaprojektil, das schmilzt, das Sachen schmilzt oder verbrennt. Interessant. Macht viel Schaden, über 3 Sekunden, 70 die Sekunde. Und das ist AOE. Also, wir haben ja extrem viele Gegner immer gesehen. Das war ja richtig, richtig schlimm. Ich denke mal, der Wissenschaftler kriegt die AOE-Fähigkeit, ja. Das machen wir. So. Weil die Kämpfe in Mass Effect 1 hatten immer relativ kleine Gruppen als Gegner oder kleine Gruppen von Gegnern. Heute kommt ja eine ganze Armee in den Raum gerannt, wenn man Deckung genommen hat. So, du hast den Ausweider und die Carnifex und ihr habt beide die Locus und ich habe die Avalanche. Warte mal. Ich muss auf jeden Fall... Habe ich nicht die Kyro-Kanone? Ach, das ist die Kryo. Nee. Irgendjemand hat mir geschrieben. Milan hat mir geschrieben, wie man es ausspricht. Ich werde einfach weitermachen. Im Quarantänebericht wurde die Seuche vollständig eingedämmt, Shepard. Dr. Solos Assistent hat allen Patienten mit Komplikationen geholfen. Ausgezeichnet. Wusste, dass er es schafft. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Gute Güte, was ist diese Visor so hässlich? Aber was soll ich machen? Wir müssen. Das Lustige ist, die Kabel auf dem Rücken von der Kanone sehen so aus wie die Auswahlsachen hier um Leute immer. Blau und so. Garvon? Wer bist du nochmal gewesen? Also, ich habe gehört, dass ein Mensch in die Seuchenzone vorgedrungen ist. Und jetzt gibt es dort jede Menge tote Watcher. Wissen Sie etwas darüber? Ich weiß wieder, wer du bist. Du wurdest erwähnt von den Watcher als Captain Garvon, der euch immer vertreibt. Wär ich niemals. Ja, meine Mission, die war im Weg. Was machst du jetzt, hä? Ich hatte dort eine Mission zu erledigen. Die Watcher standen einfach nur im Weg. Erinnern Sie mich daran, ihnen niemals im Weg zu stehen. Nun, meine Arbeit ist gerade um einiges leichter geworden. Im Prinzip habe ich dir ja auch geholfen. Also komm, die waren böse. Die haben die Seuche verbreitet. Was genau ist Ihre Aufgabe hier? Ich soll die Watcher in Schach halten und dafür sorgen, dass Arya sie nicht zu sehen bekommt. Das war's schon. Für mich gibt's nicht mehr viel zu tun. Aber so wie sich die Watcher vermehren, wird sich das schon bald ändern. Okay. Ach so, Watcher haben eine sehr, sehr geringe Lebenserwartung von irgendwas um die 20 Jahren. Das heißt, hier werden sie wahrscheinlich schnell im Vermehren. Es gibt hier ziemlich viele Watcher. Was haben die für einen Plan? Watcher? Plan? Sie sind eine Plage, sonst nichts. Wenn die anfangen würden zu denken, hätten wir alle ein großes Problem. Oh mein Gott, Hochmut kommt sowas von vor dem Fall und ich will sowas von nicht hier sein, wenn das passiert. Gute Arbeit, weiter so. So, und jetzt machen wir noch eine Sache, bevor wir weitergehen. Wo haben wir's? Machen hier. +1, ja. Okay, interessante Art, das einzustellen.
Machen wir es ein bisschen heller. Okay, sieht schon viel heller aus. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Ja, ja, wenn du es mehrmals sagst, das hilft auch nicht. Das hilft auch nicht. Ja, plus eins ist vielleicht zu viel schon. Müssen wir mal gucken, wie es... Ja, doch, hier geht's. Hier ist es wieder sowieso. Naja, egal. Egal, egal. Archangel, 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 Archangel. Außerdem könnten wir mit Aria nochmal reden. Vielleicht kriegen wir ja die Patriarchenquest, nachdem wir die Seuche gelöst haben. Gott, ist der Visor hässlich. Ja. Shepard trinkt sich jetzt selbst schön. Ich glaube, der hat dieses Konzept noch nicht ganz verstanden, wie das traditionell funktioniert. Aber als könnten ihm da Mordin oder Jacob beihelfen. Ich finde es interessant, wie die still sind während der ganzen Transaktion hier. Und dass Alkohol kein Geld kostet. Also die Zukunft ist wirklich ein toller Ort. Wollen reden? Reden Sie mit Aria. Hier war doch noch irgendjemand. Gritz, Gritz, Gritz. Ich habe irgendwie Gritz gesehen. Wahrscheinlich unten. Erstmal fragen wir dich noch mal ein bisschen aus. Meine Gute. Was brauchen Sie? Ich brauche eine Auffrischung, was Archangel angeht. Ich möchte zu Archangel. Vielleicht haben Sie Glück, wenn Sie sich den Söldnern anschließen. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Okay, kennen wir alles schon. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob Sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass Sie ihm helfen wollen. Ach, da mache ich mir keine Sorgen. Dann habe ich wohl keine Zeit zu verlieren. Sie haben alle Zeit der Welt. Archangel hingegen weniger. Heieiei. Na gut, na gut. Ah, du bist's. Hallo, dich meinte ich. Arbeit für Sie, falls Sie interessiert sind. Okay, vielleicht doch kein Archangel heute. Vielleicht Adrias oder Arias. Ich sag immer Adria, sorry. Arbeit. Aria hat einen Job, der erledigt werden muss. Lust auf ein bisschen Arbeit? Wie viel bezahlst du denn? Das kommt darauf an, was Aria so vorschwebt. Aria hat Wind davon bekommen, dass ein paar Söldner vom Bloodpack einen alten Bekannten von ihr umlegen wollen. Ein Kroganer namens Oracle. Sie möchte, dass sie das verhindern. Okay, das war wieder dieses Oracle-Patriarch-Gedöns, wo sie sich nicht einig sind, was wieder heißt. Warum wollen die den töten? Welches Problem hat das Bloodpack mit dem Patriarchen? Wenn sie Oracle kennen würden, müssten sie das nicht fragen. Er kann einfach sein verdammtes Maul nicht halten. Manche Leute stehen gar nicht auf seine Geschichten. Vor allem dann nicht, wenn sie wirklich passiert sind. Okay, vor allem dann nicht, wenn sie wirklich passiert sind. Also der sagt zu viel Wahrheit. Ja, das ist natürlich eine schwere Sünde und wir müssen ihn sofort umbringen gehen. Wo ist er? Wieso ist Aria daran interessiert, ihn zu beschützen? Oracle war in früheren Zeiten einer ihrer erbittertsten Feinde. Jetzt hält sie sich das, was von ihm übrig ist, als lebende Trophäe. Solange er lebt, ist er ein perfektes Beispiel dafür, was geschieht, wenn man sich mit Aria anlegt. Interessant. Warum ich? Warum kommen Sie damit zu mir? Ist der Job zu schwer für Arias normale Gorillas? Weil Aria es so wollte. Reicht Ihnen das nicht als Begründung? Ich nehme mal an, weil sie ihre Trophäe nicht selbst beschützen kann, ohne schwach zu wirken vielleicht. Ja, mal schauen. Wir versuchen ihm das rauszuschmeicheln. Leute wie Aria tun nichts, ohne einen verdammt guten Grund dafür zu haben. Und den will ich jetzt hören. Okay. Aber sie haben das nicht von mir. Klar, wenn rauskommt, dass Aria Oracle beschützt, könnte man ihr das als Schwäche auslegen. Und das wiederum könnten einige ausnutzen wollen. Sie stehen nicht auf ihrer Gehaltsliste. Dass sie Oracle helfen, ist also nur ein spontaner Akt der Nächstenliebe. Ja, genau. Okay, das passt ganz gut zu dem, was ich mir auch selbst gedacht hatte. Also, machen wir es natürlich. Schließlich ist Shepard für sowas immer zu haben und es wird wahrscheinlich ein bisschen Geld rüberwachsen. Und der Kerl war gar nicht so unangenehm, der Oracle-Patriarch. Während Bloodpack, keine Liebe hier. Zumindest nicht von mir. Der Visor lenkt mich total ab. Ich glaube, der muss gehen. Egal, wie gut er ist. Ich sehe es mir mal an. Gut. Oracle ist unten, vermutlich im Kreise seiner Fans. Verstecken Sie ihn, bis die Söldner sich wieder verziehen.
Kommen Sie wieder her, wenn die Sache erledigt ist. Dann kriegen Sie, was Ihnen zusteht. Ich komme wieder, wenn der Job erledigt ist. Viel Glück. Das klang jetzt fast schon zu unterwürfig, Shepard. Da musste man an dir arbeiten. Dieses, ja, ich bin dein Mann. Oh, hallo. Dich habe ich nicht gesucht. Aber schön, Helena Blake wiederzusehen. Dann gehen wir doch mal hier runter. Nee. Ich finde den schon, keine Angst. Ich bin schon groß. Nur noch ein. Ja, genau, noch ein. Okay. Ach, was soll's. Was soll's. Vielleicht fällt mir dann ja ein, wie ich am schnellsten zu ihm komme, wenn ich mir noch einen genehmige. Ich habe einen Arzt bei mir und Jacob. Der kann mich nach Hause tragen, der Arzt kann mir Kaffee verabreichen, obwohl er den wahrscheinlich nicht freiwillig hergibt. Müssen wir sehen. Auf jeden Fall ist es immer gut, mit einem Arzt in Gesellschaft zu trinken. Ja, ich gehe da unten rein. Wahrscheinlich komme ich da unten durch. Dann doch irgendwann zu ihm, zum Patriarchen. Und ich kann ja nochmal drüber nachdenken, was Arya mir dann später noch erzählt. Ich denke mal, die erzählt mir zusätzliche Sachen über den Patriarchen, wenn ich ihn denn gerettet habe. Oder wenn er stirbt, je nachdem. Ja, hier unten wollte ich rein. Genau. Da ist jetzt der neue Barmann. Aber nur eins davon habe ich mit nach Omega gebracht. Ich hoffe, das Schiff. Auf Menschen oder auf Partnerin kann man sich ja bekanntlicherweise nicht verlassen. Hey! Willkommen neuer Mann. Was darf ich bringen? Nichts. Momentan will ich nichts. Danke. Natürlich. Danke, dass Sie vorbeigeschaut und niemanden in aller Öffentlichkeit erschossen haben. Ich habe niemanden erschossen. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht mal, wer welche. Scheiße, schmeckt sowieso nach Gift. Oh ja, das stimmt wohl. Ich könnte tanzen. Ich habe nur das Gefühl, das kommt nicht gut an. Bei denen hier. Oh ja, Shepard. Zeig's ihnen. Oh ja, Shepard. Komm, zeig's ihnen. Oh ja. Sehr gut. War gar nicht so peinlich diesmal. Lass uns gehen. Ich hatte im Frachtraum eines Müllschiffes schon bessere Tricks. Sehr lustig. So, Patriarch, du warst hier unten irgendwo. Hallo. Speichern wir mal das Spiel und verstecken dich. Arya war nicht immer so unnahbar. Bei der Messe wird jemand auftauchen und ein Treffen wollen. Er hat mit dem Mord an ihrer Familie zu tun. Reißen Sie ihm ein paar Finger ab. Dann erfahren Sie, wer Ihnen das angetan hat. Sie sind's wieder. Hallo? Hey, du bist in Gefahr. Einige Leute wollen ihren Tod. Ich soll sie in Sicherheit bringen. Ist es wieder soweit? Gute alte Arya. Im Notfall ist sie immer für mich da. Sie schickt jedes Mal jemand anders, als ob ich nicht wüsste, dass sie mich beschützt. Als ob man mich umsonst Oracle nennen würde. Ja, viele Leute nennen dich Oracle, aber ich habe den Namen noch nie gelesen. So, interessant. Ja. Ich habe einen Job zu erfüllen. Kleiner Vorschlag. Um die Attentäter kümmere ich mich. Ach, was macht das schon für einen Unterschied? Meine Kämpfe bestreitet immer jemand anders für mich. Nein, Sie bleiben ein mächtiger Warlord, der seine Truppen anführt. Sie sind nicht nur Arias Trophäe. Sie sind dann also mein Krant? Na klar. Wie konnte ich das vergessen? Dann los! Ich werde mich im Sieg baden. Wie in den guten alten Zeiten. Okay, dem Dialog konnte ich nicht folgen so richtig. Schläger finden. Okay, die Schläger im Afterlife und in der direkten Umgebung finden und so weiter und so fort. Außerdem Patriarch dazu zwingt, dass er sich versteckt oder eine andere Lösung finden. Also habe ich hier versagt im Moment, oder wie sehe ich das? Sehe ich das richtig? Was sagt denn das Tagebuch dazu? Was habe ich denn da reingekrickelt? Ja, sich um den Patriarchen kümmern. Okay, also anscheinend soll ich tatsächlich jetzt die Leute finden, während er hier stehen bleibt. Und dann erschieße ich die. Ja, das klingt gut. Klingt nach einem Plan. Du bist verdächtig. Was stehst du da so am Eingang rum? Okay. Suchen wir also Schläger. Vielleicht kannst du... Nee, ich glaube, die kann mir dabei nicht helfen. Auch wenn ich das gerne würde. Archangel hat meinen Kumpel aus dem Geschäft gedrängt. Oh, willst du vielleicht mitkommen, ihn zu jagen?
So, Bloodpack, rote Rüstungen und entweder Kroganer oder Batarianer, denke ich. Aber die werden ja nicht so dumm sein, ihre Rüstungen anzuhaben. Ja, ich bleib in Bewegung. Okay, ich habe tatsächlich keine Ahnung, was ich machen soll jetzt. Was ist denn, wenn ich wieder in den anderen Teil der Umgebung gehe? Die werden ja vielleicht bei Helena Blake rumlaufen. Ja, doch, da oben. Ich wäre da oben. Außerdem zeigt... Die Tür auf Omegas Schnauzweig Nummer 1 ist eröffnet. Diesmal gibt es keinen Kommen. Ja, kann ich wieder irgendwas hören? Kann ich mit euch hier reden? Ich denke doch mal, dass ich mit den Attentätern reden kann oder dass ich sie benutzen kann oder so. Okay, da geht's zur unteren Ebene. Das ist ein totaler Umweg. Söldneranwerber. Okay, also wenn nach der Runde, wenn ich hier keinen sehe, dann rede ich nochmal mit dem Gritz. Oder mit dir, Anto. Ja, hallo, reden wir mit dir. Ja, vielleicht. Vielleicht später nochmal. Ich habe gehört, Oracle residiert immer noch im Afterlife. Ach so. Ich arbeite daran. Okay, ich war also zu weichkeksig in meiner Behandlung von Oracle, von dem Patriarchen. Ich hätte ihn einfach vertreiben. Ey, vielleicht kannst du mir helfen. Willkommen zurück, Commander. Nee. Ich muss gehen. Natürlich. Sie haben sicher Wichtigeres zu tun. Nee, ich würde nicht sagen Wichtigeres, aber ich dachte, du könntest mir in deiner Kapazität als Sozialarbeiterin helfen, diesen alten Sack davon zu überzeugen, seine Medikamente zu nehmen. Ich meine, zu gehen. Sich zu verstecken. Ja, das ist immer schwierig, einen Kroganer davon zu überreden, sich zu verstecken. Willkommen im Afterlife. Was darf ich bringen? Oh. Machen Sie mir einen Drink, aber bitte ohne Gift. Ja, richtig. Ich habe von der kleinen Aktion meines Vorgängers gehört. Freut mich wirklich, dass Sie überlebt haben. Ich habe Anweisungen, dass Ihre Drinks alle aufs Haus gehen. Seien Sie versichert, dass Sie keine illegalen Substanzen enthalten, sofern Sie keine bestellt haben. Ach, ich kann also welche bestellen, aber... Das ist gut. Gut zu wissen. Ich kann illegale Substanzen bestellen. Ja, du bist verdächtig. Geh weg da. Okay. Sie sind zurück? Oder haben Sie Ihre Meinung geändert? Soll ich mich wieder in die Sicherheit von Arias schützen? Ich muss jetzt gehen. Finde ich eigentlich nett. Du solltest nicht gezwungen werden können. Okay. Okay. Damit habe ich keine Ahnung, wie die Quest geht. Machen wir die Tür nochmal auf. Oh, hallo. Aus dem Weg, Mensch. Sind Sie wegen des Patriarchen hier? Und wenn? Wollen Sie etwas dagegen unternehmen? Ja, ich werde dich aufhalten. Der Patriarch schickt uns. Wir sollen alles tun, was notwendig ist. Sie sind Oracles Grant? Ich wusste gar nicht, dass der alte Mann einen hat. Sie hätten Ihre Hausaufgaben machen sollen. Hey! Ja! Super gemacht. Das sah nicht schlecht aus. Wo ist der Loot? Oh, wir können mit Mordin reden hier, über die Watcher. Machen wir. Anpassung der Watcher interessant. Nicht nur biologisch, auch soziologisch. Im Gegenzug passt sich die Stadt ihnen an. Große Konzentration. Hoffentlich werden sie kontrolliert. Wenn sie angreifen, wie bei meiner Klinik, sind Todesopfer wahrscheinlich. Vielleicht kannst du auch mal dir Shepards Schultern angucken. Aber naja, das ist ein totes Pferd, wie man so sagt. Ein totes Pferd. Ich sollte aufhören, das zu schlagen. Ja. Auch eine Redewendung, die im Deutschen gar nicht funktioniert. Wir haben's geschafft. Sie starkes, tödliches Monster von einem Menschen. Überall auf der Station geht die Kunde von meinem Sieg. Jetzt werden sie mich wieder ernst nehmen. Okay, das ist ein Problem für dich. Weil wenn Aria feststellt, dass du wieder ernst genommen wirst, könnte das sein, dass das deinen Status als Trophäe untergräbt und dass du deswegen von ihr umgebracht wirst. Aber hey, Hauptsache du bist glücklich und du weißt, was du tust. Passen Sie auf sich auf, Patriarch. Leben Sie wohl, Mensch. Übrigens, hüten Sie sich vor Aria. Sie findet vermutlich gut, was Sie getan haben, aber... Das ändert sich, wenn Sie das Gleichgewicht auf Omega ändern wollen. Ach, ich glaube, das erinnert Sie zu sehr an sich selbst.
Okay, also können wir jetzt mit ihm reden und unsere Belohnung kassieren. Wunderbar. Dafür machen wir doch alles, was wir tun. Für die Belohnung. Wir wollen schließlich unser Schiff upgraden und die Galaxie retten. Ja, und dafür brauchen wir Geld und Ressourcen und Gefallen und Helena Blake. Ja, Helena Blake sollte auf unser Schiff kommen als Psychologin oder als Beraterin. Das fände ich cool. Irgendwie habe ich an der Frau einen Narren gefressen und ich laufe schon wieder den langen Weg. Aber hey, ja, ich laufe sogar den extra langen Weg. Meine Güte, das könnte man fast eine Ehrenrunde nennen, was ich hier drehe. Da unten komme ich raus. Ja. Hier bin ich dran vorbeigelaufen. Schön, oder? Aria will mit Ihnen reden, Mensch. Sie hat gehört, dass Sie sich selbst um die Killer von Bloodpack gekümmert haben. Ah ja, klar. Ich würde Sie nicht warten lassen. Ha, schon wieder das. Ich lasse warten, wen ich will. Mein Schiff ist frisch neu gepanzert worden. Kein Problem. Hi, Aria. Es heißt, Oracles Krant hätte die Männer ausgeschaltet, die ihn töten sollten. Witzig, ich wusste gar nicht, dass er einen Krant hat. Tja, da hat er wohl, ja, das ist ein, lass ich Shepard sagen. Der Patriarch hat mehr Einfluss, als Sie glauben. Verstehe. Na gut, dann sollte ich wohl in Zukunft etwas vorsichtiger sein. Das hatte ich zwar nicht verlangt, aber Sie haben den Job erledigt. Brauchen Sie sonst noch was? Geld? Vielleicht? Danke. Vielleicht komme ich später wieder. Warum suchen Sie sich nicht ein nettes Mädchen, das Sie bis dahin warm hält? Ach, hast du hier was im Angebot? Sie ein wenig Entspannung brauchen. Ja, warte mal. Ich will nochmal mit dir über den Patriarch reden. Was brauchen Sie? Ja, genau. Siehst du, du hast gedacht, ich mach das nicht mehr. Da habe ich dich wohl verarscht. Unterbewusst. Sie und der Patriarch scheinen eine gemeinsame Vergangenheit zu haben. Unsere Vergangenheit ist die Vergangenheit von Omega. Lang, blutig und für mich geht's immer gut aus. Als ich herkam, gab es auf Omega keinerlei Gesetze. Ein Ort voller Möglichkeiten. Aber der Patriarch war etwas anderes. Ein mächtiger Freund. Ach ja, ein mächtiger Freund. Das ist hochinteressant. Der Dialog ist natürlich total anders als der Text, aber interessant, interessant. Und Aria ist, glaube ich, zu 90% nur Image, wenn ich das richtig sehe. So wie Shepard eigentlich auch. Wobei Shepard ist 90% der Quickload-Knopf. Mich überrascht, dass sie je etwas anderes als Rivalen waren. Wir waren 100 Jahre lang Verbündete. Vermutlich hat er dann beschlossen, dass es jetzt reicht. Oracles Verrat war keine Überraschung. Er hat die Kämpfer unserer Organisation kontrolliert und war 10-1 in der Überzahl. Aber natürlich hatten seine Männer sich an gewisse Annehmlichkeiten gewöhnt, die die Arbeit mit Asari bereithält. Oh, okay. Interessante Annehmlichkeiten. Rede weiter. Bessere Informationen? Attentate? Oh Gott, Shepard. Wie süß. Nein, wir haben ihnen eher eine körperliche Entspannung angeboten. Oracles Männer haben ihn gruppenweise im Stich gelassen. Am Ende haben wir beide gegeneinander gekämpft. Genau hier. Der härteste Kampf meines Lebens. Aber natürlich habe ich gewonnen. Ja, das meine ich mit dieses 90% Image. Dieses natürlich habe ich gewonnen. Ich bin das Gesetz. Ja, solange das die Leute glauben, läuft sie auch gut. Deswegen hat sie wohl Angst davor, wenn hier jemand Stress anfängt und Shepards Ohr guckt durch den Visor raus. Ja, aber nebenbei. Reden wir drüber. Über den Namen Patriarch oder Oracle. Patriarch klingt nicht nach einem Namen, der einer Asari einfallen würde. Ich fand ihn witzig. Er wollte Macht und wir haben so getan, als hätte er welche. Mit einem Wort, das für mein Volk gar nicht existiert. Am Ende habe ich den Titel dann sogar ein Stück weit respektiert. Und den Mann. Interessant. Fragen wir das nochmal? Wir wissen es ja eigentlich, aber hey. Sie haben ihn also als eine Art Trophäe behalten. Ja, als Trophäe. Und abschreckendes Beispiel. Immer wenn jemand vorhatte, sich gegen mich zu stellen, habe ich ihn an den Patriarchen verwiesen. Würde ist eines der wenigen Güter, die man auf Omega nicht bekommt. Okay. Interessant. Bitte weiter. Brauchen Sie sonst noch was? Nein, ich bin okay im Moment.
Danke. Vielleicht komme ich später wieder. Warum suchen Sie sich nicht ein nettes Mädchen, das Sie bis dahin warm hält? Ja, ich kenne deine Taktiken. Du hast mir das gerade verraten, dass das den Patriarchen seinen Platz hier gekostet hat, die netten Mädchen, die seine Leute warm halten. Und du bietest wahrscheinlich Jacob und Mordin das Gleiche an. Da ist nur gut, dass ich nicht glaube, dass es ein Mädchen gibt, das Mordin warm halten kann. Der ist viel zu hektisch für sowas. Und Jacob... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der braucht Hilfe, um aus seinem Anzug rauszukommen. Also da fühle ich mich auch ganz sicher bei. Aber nächstes Mal bringe ich auf jeden Fall die Frauen zurück. Aber nicht nächstes Mal. Sondern irgendwann nächstes Mal. Soweit, so gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächstes Mal kümmern wir uns dann wirklich um Archangel, weil mehr gibt es hier, glaube ich, nicht mehr zu tun. Bis dann.